Die VW-Abgasaffäre, der bislang wohl größte Wirtschaftsskandal im Autoland Deutschland. Unser Wohlstand von heute ist ohne das Auto nicht denkbar. In den USA musste VW bisher 250.000 schmutzige Dieselautos zurückkaufen für 3 Milliarden US-Dollar. Es ist so wichtig, dass alle wissen, das Recht wird durchgesetzt, egal wen es trifft. In Deutschland soll ein einfaches Software-Update reichen. Für den VW-Konzern eine günstige Lösung. Wir sind zuversichtlich, die Dieselkrise bewältigen zu können und sogar gestärkt aus ihr hervorzugehen. Doch sind die Dieselautos nach dem Software-Update wirklich sauber? Eine solche Strategie, konsequent das Recht zu missachten, ist mir in dieser Deutlichkeit noch nie begegnet. Was hat die Bundesregierung unternommen, um die Abgasaffäre zu lösen? Dieses Auto gehört Christine Kaufmann. Sie ist Softwareentwicklerin. Sie fährt einen Audi A4, ein Fahrzeug des VW-Konzerns. Der Diesel wurde ihr vor 6 Jahren als besonders sauber verkauft. Heute weiß sie, dass ihr Auto eine verbotene Abschalteinrichtung hat. Die Folge? Auf der Straße stößt es viel mehr gesundheitsschädliche Stickoxide aus, als der Grenzwert vorsieht. Das finde ich also unerhört. Und als ich davon erfahren habe, ich war erst mal so enttäuscht und ich war wütend und ich war auch auf irgendeine Weise auch hilflos, weil ich auch gar nicht mehr so richtig wusste, was mache ich jetzt mit meinem Auto? Verkaufen, weiterfahren? Ich begleite Frau Kaufmann in die Audi-Werkstatt in Berlin. Heute soll die Abschalteinrichtung entfernt werden. Ein einfaches Software-Update soll es richten. Na, für mich ist wichtig, dass mit diesem Update jetzt die Grenzwerte eingehalten werden. Wird das Auto nach dem Update wirklich sauber? Das will ich herausfinden. Doch bei Audi möchte man nicht, dass wir das Software-Update filmen. Wir müssen draußen bleiben. Zu den Abgasen möchte Audi auf Nachfrage nichts sagen. Der Mutterkonzern VW erklärt: Die Abgasreinigung ist nach der Umsetzung der technischen Lösungen ordnungsgemäß in Betrieb und entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Und die Abgaswerte? Dazu sagt der VW-Konzern nichts. Nach dem Software-Update treffe ich Frau Kaufmann wieder. Und Frau Kaufmann, was hat Ihnen die Werkstatt gesagt? Ist Ihr Auto jetzt sauber? Also ich weiß nur, dass jetzt keine Schummelsoftware mehr ist. Also Audi hat sich ehrlich gemacht, also hat keine Schummelsoftware mehr. Aber es gibt keine Aussage über die Schadstoffemissionen. Eigentlich sollte der Skandal mit dem Update erledigt sein. Doch warum erfährt der Kunde nicht die Abgaswerte? Warum die Geheimniskrämerei? Ich reise dorthin, wo Volkswagen gezwungen wurde, alle Karten auf den Tisch zu legen. In die USA. Ein riesiger Automarkt, den VW erobern wollte, mit dem Clean Diesel, dem sauberen Diesel. VW startete eine massive Werbekampagne, mit Erfolg. Die Menschen glaubten dem Versprechen, die Verkaufszahlen stiegen dank des angeblich sauberen Diesel. Doch dann flog der Betrug auf. Ich besuche den Mann, der den VW-Skandal mit aufgedeckt hat. Er arbeitet für den International Council on Clean Transportation, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für saubere Transportmittel einsetzt. Anup Bandivadeka erzählt mir, wie alles begann. Wir wussten seit 2010, dass Dieselautos in Europa auf der Straße sehr viel Stickoxide ausstießen. Deshalb wollten wir den Europäern zeigen, saubere Dieselautos mit niedrigen Stickoxidemissionen sind möglich. Es gibt sie hier. Anup glaubte an den Clean Diesel, den sauberen Diesel von VW, und ließ 3 Modelle für den US-Markt auf Stickoxide testen. 2 VW und einen BMW. Dann die Überraschung. Nur der BMW war einigermaßen sauber. 2 der Autos, der VW Jetta und der VW Passat, stießen auf der Straße 8 bis 40 Mal mehr Stickoxide aus als im Labortest. Das war wirklich überraschend und führte letztendlich zum Aufdecken des VW-Betrugs.
Vor einem US-Gericht gibt Volkswagen schließlich zu, 8 Jahre lang Abschalteinrichtungen verbaut zu haben. Die sind in den USA genauso wie in Europa grundsätzlich verboten. VW bekennt sich vor Gericht schuldig, der Verschwörung und der Behinderung der Justiz, weil VW-Mitarbeiter zuletzt Beweismittel vernichteten. Los Angeles. Mary Nichols ist Chefin der kalifornischen Umweltbehörde, die schon seit Jahren eine Vorreiterrolle im Umweltschutz spielt. In Kalifornien hat man schon viele Autobauer wegen Abgasbetrugs drangekriegt. Darunter Chrysler, General Motors und Detroit Diesel. Jetzt also auch Volkswagen mit einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar. Was den Fall VW so einzigartig macht, ist der lange Zeitraum. Die Leute bei VW müssen das Problem gekannt haben. Aber sie machten einfach weiter so und hofften, dass es niemals auffliegen würde. Sie sind ein großes Risiko eingegangen. Es ist so wichtig, dass alle wissen, das Recht wird durchgesetzt, egal wen es trifft. Jetzt muss VW seine Dieselautos in den USA umrüsten. Und zwar so, dass die Autos auch auf der Straße sauber sind. Die Stickoxidemissionen müssen so sein, als hätte es den Rechtsverstoß nicht gegeben. Fast 100% niedriger. Das ist eine drastische Verminderung der Emissionen. Das ist für VW eine Herausforderung. Bis die technischen Lösungen gefunden sind, lagert VW die schmutzigen Dieselautos an verschiedenen Standorten, wie hier bei Detroit. VW darf die Autos erst dann wieder verkaufen oder exportieren, wenn sie sauber sind. Gelingt das nicht, muss VW die Autos verschrotten. Zurück in San Francisco. Claudia Kindler hat sich, wie viele umweltbewusste Kalifornier, für einen Clean Diesel entschieden. Einen VW Golf. Ich denke, sie haben gelogen. Sie haben alle reingelegt. Ich bin wirklich enttäuscht. VW hatte für mich einen guten Ruf als großartiger Autobauer. Den Ruf haben sie in meinen Augen verloren. Ich hatte ein Auto, das die Umwelt verschmutzt hat. Als ich das erfuhr, ließ ich das Auto die meiste Zeit stehen und bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. VW hat Claudia Kindler schließlich für den Betrug mit 3.200 US-Dollar entschädigt. Sie hatte das Auto nur geleast. Ihre Anwältin, Leslie Weaver, saß mit VW an einem Tisch und hat den Vergleich für alle betroffenen Kunden in den USA mit ausgehandelt. Wir haben lange gerungen. Jetzt haben die Kunden die Wahl. VW muss das Auto entweder zurückkaufen oder umrüsten. Die meisten Kunden geben das Auto zurück. Das bedeutet, sie kriegen ihr Geld zurück. Bislang wurden 250.000 Autos zurückgegeben. Und die Kunden erhielten pro Auto ungefähr 21.000 Dollar. Auch Claudia Kindler wollte nicht auf eine Umrüstung warten. Sie hat ihren Golf längst zurückgegeben. Ihr neues Auto ist elektrisch, komplett abgasfrei. Der Abgasskandal kostet VW bislang 22,6 Milliarden Euro. Der größte Teil des Geldes geht in die USA für etwa 500.000 betroffene Autos. Nur ein geringer Teil des Geldes geht nach Europa, obwohl dort viel mehr Autos betroffen sind, 8,5 Millionen. Warum kommt VW in Europa so günstig davon? Anfang 2016 genehmigte die Bundesregierung eine kostengünstige Lösung für VW. Ein einfaches Software-Update soll reichen. Kostenpunkt gerade mal 60 Euro pro Update, erfahre ich. VW selbst schweigt zu den Kosten. Die günstige Lösung hat das Kraftfahrtbundesamt abgesegnet, unter Aufsicht von Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Aber ist das Auto nach dem Update wirklich sauber? Das wollte ich vom Kraftfahrtbundesamt wissen, schon Anfang 2016. Das Amt antwortete, es möchte mir die Abgaswerte nicht nennen, weil es um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von VW gehe. Auch das Verkehrsministerium habe ich gefragt. Das antwortete, dass die Unterlagen nicht vorliegen. Das glaube ich nicht. Also klage ich auf Herausgabe der Informationen für das ZDF.
Ich besuche den Rechtsanwalt Christoph Partsch. Er hat die Klage vor bald einem Jahr eingereicht. Bis wann kann ich mit den Informationen rechnen? Wann gibt es ein Urteil? Das kommt auf das Verhalten der Beklagten hier des Ministeriums für Verkehr an. Wir haben zurzeit den Eindruck, dass das Ministerium sehr auf Verzögerung, Verdunklung und Verlängerung des Verfahrens spielt, mit allen Karten, die prozessual möglich sind. Also kann das jetzt noch ein paar Jahre dauern, bis ich die Informationen sehe, die ich will? Im schlimmsten Falle ja. Zu dem laufenden Verfahren sagt das Ministerium grundsätzlich nichts. Was hat das Ministerium zu verbergen? Ich warte nicht auf das Urteil und recherchiere weiter. Bei so gut wie allen Unternehmen, die mit Dieselabgasen zu tun haben. Doch die gesamte Branche blockt ab. Über Dieselabgase wollen sie alle nicht reden. Schließlich aber habe ich Erfolg. Mir wird ein USB-Stick zugespielt. Der Inhalt? Hunderttausende Seiten zur Abgasaffäre. Interne Unterlagen von Behörden, der Regierung und von VW. Die Auswertung dauert Monate. Die Informationen fügen sich für mich zu einem erschreckenden Bild zusammen. Ein trudelnder Weltkonzern VW, der die gesamte deutsche Autoindustrie in den Abgrund reißen könnte. Eine Bundesregierung, die das verhindern will. Der Fall VW hat das Zeug zur Staatsaffäre. Im September 2015 warnen Mitarbeiter des Kanzleramtes in diesem Sachstandsbericht in der Causa VW. Wegen der zentralen Rolle der Automobilindustrie für die deutsche Wirtschaft hat der Skandal bei VW das Potenzial, gesamtwirtschaftlich relevant zu werden. Auch das Auswärtige Amt ist alarmiert. Es notiert: Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Unternehmen in den Fall verwickelt werden. Das Autoland Deutschland scheint bedroht. Davon soll die Öffentlichkeit nichts erfahren. Das Kanzleramt legt diese sogenannte Sprachregelung für die Bundesregierung fest. Der aktuelle Vorfall steht keineswegs symptomatisch für die deutsche Automobilindustrie und auch nicht für Volkswagen. Mir wird klar, die Bundesregierung will die deutsche Autoindustrie vor den Folgen des Abgasskandals schützen. Das hat gute Gründe, erklärt mir Stefan Bratzel. Er befasst sich seit über einem Jahrzehnt als Berater und Dozent mit der Automobilwirtschaft. Nun, die deutsche Automobilindustrie ist eine der zentralen Branchen in Deutschland. Sie ist mitverantwortlich für einen Großteil der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Sie ist verantwortlich für einen Großteil der Beschäftigung in Deutschland. Insofern ist es wichtig und richtig, dass die Bundesregierung und entsprechende Behörden mit der Automobilindustrie im engen Kontakt steht. Diesen engen Kontakt kann die Autoindustrie im Abgasskandal nutzen. Und die Kontakte sind gut. Ein paar Beispiele. Matthias Wissmann, ehemals Verkehrsminister, heute Cheflobbyist des Verbandes der Autoindustrie VDA mit direktem Draht zur Kanzlerin. Eckhard von Kleden, früher Staatsminister im Kanzleramt, heute Cheflobbyist bei Daimler. Thomas Steg, einst Sprecher der Bundesregierung, jetzt bei VW Cheflobbyist. Michael Jansen, ehemals Büroleiter bei Angela Merkel, heute bei VW, als Leiter des Berliner Lobbybüros. Tobias Münchmeier ist selbst als Umweltlobbyist im Regierungsviertel unterwegs für Greenpeace. Greenpeace hat sich die Lobbyverflechtung der Autoindustrie genauer angesehen. Der Zugang der Automobilindustrie zur Bundesregierung, der ist so direkt, wie er direkter nicht sein kann. Das heißt, es gibt Telefonate, es gibt persönliche Treffen, es gibt Abendessen, es gibt Empfänge und Treffen im Bundeskanzleramt. Auf allen Ebenen wird da ganz, ganz eng in einer filzartigen Art und Weise zusammengearbeitet. Gemeinsam machen sich Bundesregierung und Autoindustrie daran, die Abgaskrise zu lösen. Dafür wird Verkehrsminister Alexander Dobrindt zum Chefaufklärer ernannt. Ihm unterstellt ist das Kraftfahrtbundesamt, das sich als Partner der Autoindustrie versteht. Zunächst lässt Dobrindt prüfen, ob nur Autos des VW-Konzerns auf der Straße schmutzig sind. Das Ergebnis? Alle getesteten Autobauer überschreiten auf der Straße die Grenzwerte für Stickoxid um bis zu 1800%.